Ja, willkommen beim zweiten Berliner Buschkrafttreffen. Die ersten Hobo-Tests gehen schon los. Chef M versucht gerade mit einer Lupe ein Feuer zu machen. Und das qualmt schon. Die Buschbox XL ist natürlich auch schon im Betrieb. Das berühmt-berüchtigte Brennglas, was man immer dabei haben sollte. Der erste Löffel entsteht auch schon. Hier ist meine große Ibiza. Feuerbohren und Hölzer für Brettchen und Spindeln. Moment, von dieser aus der Kneipe. Und wenn wir da mal noch was reichklopfen. Du bist gut. Ich wusste doch jetzt gar nicht, wo du bist. Ich weiß, ich habe ein anderes Handy und da sind die Namen nicht gespeichert, weißt du? Genau, und deswegen, ja, jetzt das ist. Und wer ist Nico? Dann haben wir hier Zunder. Dein Sohnemann. Nico ist dein Sohnemann. Ah, okay. Ja, ja. Das sieht gut aus. Und das ist kein Kaninchenzeug. Du kannst gerne, das ist frisch. Aha. Frisch, vor zwei Monaten abgeschnitten. Und jetzt kommen schon die nächsten Besucher. Die Outdoor-Franken-Crew rückt an. So, jetzt hat alle Jake hier mit seinem Papa vorbeigebracht für uns. Na sicher, muss ja. Muss ja. Ja, da bin ich wieder. Jake, was führst du jetzt vor? Sag mal nochmal richtig für die. Ja, einmal Bogenfeuer. Der sagt zu mir, ich habe vorhin so einmal Drillboot. Hier nicht beim Zahn auf. Pass auf, dass du den Bogen nicht überspannst. Gleiche. Ja. Ja. Aber du kannst mir mal dein. Hast du Skype-Adresse oder so? Leider nicht. Na gut. Kommst du mir? Na. Du auch wieder. Hast du Internet überhaupt? Ja, das war das auch gerade. Und ganz viele im Moment. Ich glaube nicht. Ne? Und Dörf mit dem. Das war ein Bär. Da kommt es auch noch. Ich hab gleich wieder Gedanken, weißt du das? Na, ich hab EKG gemacht gestern, ja. Bei mir ist alles gekommen. Meine Mutter hat auch EKG gemacht. Von meiner Frau. Das ist super heilig. Dein Schuh brennt. Ich hatte von heute auf morgen und keine Anzeichen mehr. Und jetzt hat die auch seine Zahlen. So, wir hatten einen SAK dabei. Na ja, nicht. Du hast einen SAK gehabt. Ist ein Säge drin? Wisst ihr, das ist halt, ich wollte auch nicht das Thema so erinnern. Nee, Säge halt nicht. Wir hatten eine Säge in seinem Klappmesserchen. Leatherman, was auch immer. Schweizer. Bundeswehrnachbau. Oder hast du noch einen? Das ist original. Geh mal runter zur Dose und weisen mal ein, bitte. Nee. Weise mal Dose ein, bitte. Das Auto soll er vorhin stellen, vor den Dings. Sie sind mich Gold wert für diese Arbeit. Die gehen richtig gut. Feuer
brennt und so, dass es ganz schlimm ist. Oh, wie ist das denn? Ja, wo ist das denn? Von Lied oder so. Ich meine, das ist eine Situation. Ja, weil ich immer draußen. Ja. Immer gut. Ein Klappmesser hier mit Säge. Wow. Ich sehe mal was. Das hat der Jörg immer probiert und er hatte sich wirklich, das geht ja darum, das richtige Holz, das wird dann auch. Jetzt hat er ja auch ein Brett mit Kugeln, Alter. Also das ist ja schon ein bisschen ein Fenke hier runter, oder das Glas, weißt du? Jörg auch probiert, der hat und hat gefilmt und probiert und gemacht und das hat er nicht so. Nicht, dass die Schnürsenkel ankohlen. Das wäre schlecht. Ja. Ja, wir haben ja so viel Barakord. Genau. Komm ran! Vom Feuer bohren und ein bisschen anblasen, ist das Feuer schon in Gang. So, brav, Jake. Gesundheit. Ja, danke. So, Elisa macht jetzt ihren Feuerstahlschein. Das ist halt schon eine Strecke, ne? Das ist so richtig schön hier. Da war ja schon ein paar Kehrschaften. Ja, raschelt. Da hätten wir noch zwei Stunden. Richtig flockig. Ja, und wir hatten noch relativ dann Glück, weil gerade als wir kurz vor Berlin waren, hieß es im Radio hinter Hannover. Stellst du den da rein? LKW-Unfall. Und dann. Lass das mal selber machen. Mach mal aus. Genau. Schabst du schön auf, da ist noch genug Faser, sonst nimmst du dir hier Neues. Ja, das ist so eine grüne. Auch von, da ist so eine grüne. Ja, da hört man das. Jawohl. Ich weiß ja nicht, warum du da denkst. Das ist jetzt mal auf jeden Fall. Ein Stahl steht hier hinten, ne? Genau. Und das würde Jörg nie wollen. Nee, aber gestern nee, in der Weiche, in dieser abgeschafften Phase. Und deswegen habe ich auch den ganzen Leuten gesagt, ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich keine Ausbruchsprämie kriege und bin dann zum Arzt und habe ein Rezept geholt mit zur Apotheke und die sagte, die das erste Mal und jemand hat, aber ja, habe ich da. Du brauchst nicht über das Ganze, weil du kannst gar nicht so viel gerade. Ja, sonst hätte ich auch. Machst du noch größere Flocken? So richtig über die gesamte Länge. Was ist richtig schön fluffig ist. Und dann stellst du den Stahl da rein. Den Feuerstahl. Ja, wir haben auch mal überlegt, in der Stadt gibt es bestimmt auch so ein oder andere Feuer. Richtig, das unten reinstellen und stehen lassen. Ja. Jawohl, brennt, das war's. Prima. Und dann kann man das so tragen. Dein wenn du das Feuer so hältst, dann passiert da nicht viel. Und dann rutscht halt auch schnell mit rein. Dann ins Feuer. Denke ich mal. Das wird da schon von vorne rein. Ja, Handschuhe sind da, ein Seil ist da, Kochkreuz ist da. Vielen Dank, Jake. Kreuz ist da. Den ganzen Zünderkram und so. Wer will, kann schon anfangen, ansonsten wartet er auf morgen. Ja, lasst es mal für morgen für den Kurs. Dass es nicht zu schwarz wird. Geh mal seitlich mehr hin und nicht in die Flamme. Genau. Ja. Ein bisschen seitlich. Dahin hältst. Da kriegst du nicht die Flamme ab, sondern hast mehr die Hitze. Und genau da, wo die Glut unten schon ist. Und schön festhalten. Deine Hände sehen super aus. Und nicht über der Flamme. Schön die Hände reinhalten und nachher abknabbern. Habt ihr ein bisschen Salz im Teig? Weil da, wo die Glut ist, ist ordentlich. Ja. Salzteig. Bisschen mehr. Mehr Salz als alles andere. Check nochmal. Video. Danke dir für deine Hilfe. Ja,
Der selbstgebaute IKEA-Hobo von Acke und Uli. Mit IKEA-Pfanne. Mit IKEA-Pfanne, alles passend. Ja. Jetzt brauchst du gleich, jetzt brauchst bald einen größeren Rucksack. Weißt du, hat noch mal mit Wasser gegossen. Ja. Hier im Tegeler Forst. Und der Schwenker arbeitet auch schon. Der Schwenker. Das steht ja hier. Ah ja, der Schwenker arbeitet nicht. Der Dose arbeitet. Der Dose arbeitet, ja, sorry Dose. Du weißt ja, von wem er kommt. Das ist der Schwenker. Hast du das gehalten? Wie war das, dass auf Berliner Outdoor-Treffen so viel getrunken wird? Er war, er ist schuld. Ja, er ist schuld. Ja. Da ging es nur um Dosen. Ich habe nichts gemacht. Ich vergesse mal ihren Namen. Das sagen die Leute, die sich immer Hobos anzünden und so, ne? Ich hab keinen Hobo. Das war ein Problem. Aber nicht. Ja, irgendwie. Du kommst hier nicht rüber. Was steckst du? Eigentlich soll ich nicht weglaufen. Was machst du auf der anderen Seite, mein Schatz? Soll ich dir helfen? Du kannst auch, glaube ich, da außen rumgehen. Ja. Ja, so sieht die Frühstücksrunde aus. Es ist inzwischen Donnerstag, der 1. Mai. Muss man das runter oder hochschrauben, damit es feiner, gröber wird? Wie heißt das? Aspen. Das gibt es im Baumarkt. Das ist ein Bio-Benzin hergestellt. Hat Ethanolbestandteile und so weiter. Kostet genauso wie Leichtbenzin, hat auch fast denselben Brennwert, aber es stinkt nicht, überhaupt nicht. Wie heißt es? Aspen. Aspen. Ja, gibt es bei Obi und Hornbach zum Beispiel. Obi und Hornbach? Ja. So, jetzt brauche ich immer mal so ein Feuerzeug. Ah, ich hab, warte, ich hab. Edle Spende von Timo Silvesterfeier. Ach. In Never Lost Edition. Jetzt los. Yo, wer macht das ordentlich Sound? Das sind jetzt so etwas über 3 kW. Ha? Und dann gehst du auf Flüssigbetrieb und Schnee. Kommst du noch ein bisschen. Dann kommst du an 4 kW ran. Hammer. Guck mal, was der da jetzt für Luft hat. Lackert sogar, ne? Ja. Aber er ist ein bisschen unsozial. Also, wenn Timo jetzt normal lautstark redet, verstehe ich nichts. Wie heißt der? Ja? Der Hexon, wie heißt der? Hä? Hä? Das Ding heißt. Hexon. Hexon. Ja, aber für den unauffälligen Waldaufenthalt eher nichts. Wieso? Zu laut. Die Kettensäge ist lauter. Steht dann das Zöpfchen so 10 cm. Wenn ich in meinem Wald bin, brauche ich die Kettensäge schwingen. Dann kann ich auch so ein Ding machen. Nee, unauffällig ist es nicht. Also wir hatten das neulich beim großen Waldspaziergang mitgenommen, das Ding, um eben so 2 Liter Brennnesseltee zu machen. Und das geht gut damit, aber du kannst dich erstmal 10 Minuten nicht unterhalten. Das war wirklich so. Als das Ding dann endlich aus war, dann blubberten die anderen alle mit ihren Spirituskochern daher. Ja, wir mit unserem Spirituskocher. Genau. Und das ist eben einfach so gebaut, dass du das da direkt so ranschraubst. Und dann war's das. Das ist doch eine normale Lade. Danke. Jetzt mit rein Benzin. Da musst du nicht vorher mit Kerosin hat jemand gemessen, 4,72 Kilowatt. Boah. Und anderer Düse mit 0,28 mm, die hat Standard 0,35. Der hat sich die einfach selber gebastelt. Okay. So wie ich auch schon Düsen gebaut habe auf Arbeit. Das mache ich dann auf der CNC-Fräse. Den Schraubstock einmal angetastet, durch. Ich meine, das ist ein Loch, Benzin reingeben. Der ist ja noch warm. Dadurch, dass wir den ja eben betrieben haben. Und dann brennst du eben den Generator heiß.
und dann machst du auf. Das ist noch nicht ganz heiß gewesen. Also die Stichflamme hast du eigentlich nicht, wenn du das richtig vorheizen lässt. Weil dadurch, dass es warm war, ist alles Benzin jetzt verdampft fast. Mhm. Und das ist jetzt die niedrigste Brennbetriebsart in Benzin. Workshop Feuerbohren. Auf dem hier geht es zum Beispiel ganz leicht. Gucken wir uns das so ein bisschen an, wo die Maserung ist, aber das ist nicht so wichtig eigentlich beim Bohrbrett, weil wir wollen ja nichts Haltbares machen, dass das ewig Haltbarkeit hat wie ein Schneidbrett, sondern nur einmal gut bohren und gut ist. Und kannst du das immer noch mittragen, stinkt schön im Rucksack, oder machst du ja in Zukunft neue. Dann gehst du so auf ungefähr 12 bis 15 Millimeterchen Brettdicke. Ja, sag mal. Du treibst dein Messer da rein. Wind oder was? Das war mir frisch. Was? Doch, ich hab dich extra hart recht angezogen. Jetzt nimmst du deine Jacke mit. Dann brauchst du ja noch eine Spindel. Super. Das nehmen wir fürs Brett. Dann brauchst du noch eine Spindel. Ja, ja. Schlägst du dir so. Und wie kommst du denn ohne was zu essen aus. Mit? Du so rutschig wird, mach sie nicht zu rund. Weil wenn sie zu rund ist, dann rutscht dann deine Schnur drauf. Dann brauchst du unglaublich viel Spannung auf dem Boden. So, das Ding machen wir jetzt so annähernd rund. Kann ein bisschen oval sein, kann ein paar Kanten haben, wie gesagt, damit die Reibung höher ist für dein Bohrseil, Schnur, Fahrradbord, was auch immer, Schnürsenkel. Geht auch mit geflochtener Brennnessel, nur die ist nach 10-mal Bohren wahrscheinlich kaputt. Also die, da muss man schon sehr viel zusammenflechten, dass das hält. Das hat der Holzbohm, glaube ich, mal ausprobiert. Geht auch. So. Wichtig ist, dass das möglichst parallel ist, damit das Seil später da hoch und runter wandern kann und sich nicht immer zur Mitte kneift. Wenn das hier eine Verjüngung hat, dann kneift es sich in der Mitte. Wenn du wirklich mal in einer echten Überlebenssituation bist, dann reibst du dir jeden Spülsenkel damit durch und dann kannst du das zwei, dreimal machen und dann war's. Und du musst hier unten an die Spitze ran. Nicht zu spitz, nicht zu rund, sondern ein paar Kanten haben, erhöht alles die Reibung. Wenn man es zu glatt gemacht hat, nimmt man ein bisschen Sand dazwischen, packt das rein, erhöht wieder die Reibung, macht es rau, fasert auf und dann läuft das auch gut. Und oben, jetzt brauchen wir so ein Druckholz, oben passen wir das dann ins Druckholz ein. Und dann nehmen wir die schönen vorbereiteten mit Kugellager, die man natürlich beim Flugzeugabsturz irgendwo, weiß ich nicht, auf dem Radwerk, Propellerachse, Leitwerk irgendwo ausbauen kann. Die Arbeit würde ich mir tatsächlich, so würde mir die Arbeit tatsächlich aus machen, der Kabine ausgebaut. Dass dadurch, egal wie du das machst, oder du nimmst das Flugzeugrad und packst da irgendwie deinen Stock rein. Ja? Die Arbeit würde ich mir machen, weil du reduzierst die Reibung auf fast komplett unten. Jeder, der das schon probiert hat, ist oft daran gescheitert. Und ich hatte selbst schon ganz viele Versuche, wo einfach das oben angefangen hat zu qualmen. Und dann war das Druckholz zu weich oder das hat mit der Spindel nicht harmoniert. Und selbst wenn du das dann im Extremfall versucht hast umzudrehen, hat es dann oben wieder angefangen zu qualmen. Weil irgendwie war immer oben der Druck zu hoch. Und ich finde das
nur logisch dann quasi auf Lagerung zu gehen. Macht Spaß. Dann läuft's. So, dass das da so reinpasst. Das Holz ist auch ein bisschen weich. Dann quetscht sich das da gut rein. Du musst es ja gar nicht richtig passend machen. Nö, das drückt sich einfach rein. Reicht doch, wenn das Ding einfach nur so ein bisschen drunter hängt. Ja, es soll dir auch nicht wegflutschen. So, passt. Bohrbrett. Muss man jetzt nicht plan machen. Wenn man sich keine Splitter holen will und das mitnehmen will, würde ich es jetzt erstmal sauber machen, planen. Ist egal. Bohrbrett. Ungefähr anderthalb Finger von der Kante mache ich meistens bei so einer Spindeldicke. Oder sagen wir mal Spindeldicke Mitte noch 5 mm Luft seitlich, damit man genügend Platz hat und dann das Holz später nicht ausbricht. Fangen wir an einer der Ecken an, machen da ein Loch. Schneiden erstmal so eine Vertiefung rein. Ich würde es versuchen immer abzustützen und nicht freihand zu machen. Wer dabei abrutscht, das geht dann ins Bein. Das ist ganz schlecht. Obwohl, erste Hilfe wollte ich auch noch lernen. Schmuckverbände, Schnittwunden nähen. Ja, am Leben auch ein Objekt. So, wunderbar. Also zum Üben kann man ganz gut üben. So. Jetzt haben wir ja irgendwo so ein Stück Gurkenrinde. Das brauchen wir gleich als Unterlage. Das hier kann noch jemand anderes benutzen. Wir haben eine Spindel. Brauchen wir noch so ein Bogenholz. Da habe ich immer mal schon was vorbereitet. Und wir brauchen... Oh, das reicht nicht wahrscheinlich. Das ist dann die tatsächliche echte Überlebenslänge. Schnürsenkelniveau. Daraus wird der Bogen am Ende ungefähr so groß sein. Also kauft doch lieber die 160er Schnürsenkel. Das ist einfacher beim Bohren. In der U-Bahn. Ich muss meine Zigarette. Ach nee, das ist ja Rauchverbot. Ja, da hast du es. Oh, das hat der Dosa mir schon gleich Paracord gegeben. Das könnte ich. Mach's auf, kannst du gleich benutzen. Direkt aufmachen. Dosa, super, ich brauchte gerade Paracord. Ja, eine. Das kann ich ja noch am Fuß tragen, das ist ja genial. Ja, ich mach's gar nicht. Nee. Das ist doch gut. Es muss wässern, aber es ist noch ein Zentimeter kleiner. Was? Wässern. Wässern, ja, sehr gut. Heißes Wasser. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wie brauchst du? Der Dank wird dann ewig nachschleichen. Hat jemand mal Feuer? Ja, das hältst du. Doppelt never lost. Ja, ja. Schon zwei. Schon zwei, die nicht bohren müssen. Feuerzeug und sonst was. Siehst du das Rauschen? Hättest du aber mit einem Feuerstahl machen können, seien wir ehrlich. Kleiner Tipp vom Paracord-Spezialisten: Du kannst auch die Metallseite vom Feuerzeug dafür verwenden. Weil. Oder die Finger nass machen. So, wir hatten jetzt hier welches? Rot. Irgendwem habe ich da vorhin ein Permanent-Match gegeben. Das ist in der Jacke, die habe ich verloren. Die ist auf der Flucht im Gebüsch hängen geblieben. Du hast mir die Tasche aufgerissen, das liegt jetzt im Dach, keine Ahnung. Der braucht jetzt Feuerzeuge. Machst du das ganz straff? Nee, ne? Relativ. Du kannst ja das Holz, sag ich mal, der hat genug Stärke, um auch ein bisschen Flex auszuhalten. Und ich habe hier irgend so ein Holz, was irgendwie so einen Rundungsfehler hat an der Oberfläche. Ist schön rau, da bleibt das sowieso schön in der Wicklung hinten klemmen. Und hinten mache ich das nie richtig zu, sondern ich lasse es offen und straff das dann immer wieder mal nach. Kannst du auch hier eine Kalixklammer anfangen? Ja. Ja, kannst du nur mit Paracord wissen. Das ist zu straff schon.
Keine gute Idee, sich hier links reinzustellen. Oder mit Backtape wieder. Du machst jetzt die lebensechten Bedingungen und wässerst dein Holz vorher, ja? Ist das jetzt auch besser? Ja, ja. Vorher bohren im Regenwald. In der Regenzeit. Und dann einfach nur einmal drumlegen. Und dann nicht, sondern kommt erst von der Dampf hoch. Ja, der Klassiker. Ich guck hier gerade dein Paracord. Also, dein Paracord ist extrem stau. Schauen wir mal. Papa, machst du dir auch mal was? Nee, aber der Dozer hat mir eins gemacht. Unglaublich, ja. Ich hab schon, dass ich ihn enden. Er ist nur bei der Frankfurter Allgemein. Ach, er hat sich da schon was vorbereitet. Wir können ja sagen, wir bereiten uns auf die Endzeit vor. Nur zu kurz, wird einfach der Drill etwas verkleinert. Da ist jetzt aber mächtig Zucht drauf. Heidi hoch. So, Kugellagertrick. Ja. Thema hatten wir schon. Und dann erstmal anbohren, gucken und Spindel nicht ins Nasse legen. Den Block brauchen wir mal für eine Schweizer Taschenmessersäge. Hat jemand eine Schweizer Taschenmessersäge? Ja. Jemand. Ich habe gleich 10 Messer an meinen Kopf geflogen. Aufgeklappt. Ich konnte auch das Tool an den Kopf schmeißen. So. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass es sich nicht. Dann machen wir uns die Kerbe rein. Die so ungefähr ein Drittel in den Bohrkreis reinreicht. Es kann notfalls auch bis zur Hälfte gehen. Aber wenn man Pech hat, verläuft einem dann der Bohrer ganz schnell und fällt raus. Vorher die Birken sind ein bisschen auffächern. Nein, der kommt dann zu nah. Papa, kommt da nur raus? Ja, auch nicht. Da kommt gleich Qualm und Blut, ja. Ja. Aber wenn er so auffächert, dann hast du ja gleich jede Masse. Ja, der Kinder muss auch kommen. Da kennen sie nichts. Schonungslos. Und los geht's. Du hast wahrscheinlich die Birkenrinde vorne am Weg, ne? Ah! Ausprobieren. Habe ich noch nicht gemacht. Ich vermute mal, es wird nicht so leicht. Ich brauche keinen Star.
Lustig, wenn die Leute Feuer machen und links sich drei Stück kriegen. Und dann, wenn es brennt, und wenn es brennt, rennen sie alle mal eine Pause dafür. Papi, er spielt Fußball. Er geht Fußball zu. Aber ja, bleib auf dem Gelände, ja. Drohne ist ein Tor. Achso, du meinst das Fußballtor. Ach ja, gestern Abend war das so schön. Ne? So, und das kann jetzt da einen Moment vor sich hin treiben. Da kriegt ein bisschen Luft durch den Luftzug, leichten Wind. Und wächst in, der, in dem Aschestaub. Aus der habe ich hier natürlich noch ein bisschen Zunder vorbereitet. Ich habe da mal was. Und dann was vorbereitet. Musst du mal auch reinfilmen? Ja. Nee, eben nicht. Reale Ernte aus dem realen Leben. Aus dem Real. So bleiben, nicht verändern, gell? So, ein bisschen fluffig gemacht. Einmal so in der Mitte biegen. Das von hier nach unten drunter, damit man ein bisschen mehr Holz hat, dass man es nicht gleich durchpustet. Passend zum Paracord. Sie befinden sich hier. Sondern erst rein. Schön tief, dass man es auch ein bisschen kneifen kann. Ja, okay. Das lässt aber jetzt ist er da sieht man auch die Glut. Willst du ein bisschen dichter kommen? Visualisiert, ne? Passt. Passt. Jo. So, und die kommt jetzt da oben in dieses Zundernest rein. Prima. Wahnsinn! Die brauchen wir noch, oder? Wir haben ja genug. Endlich können wir uns wärmen. Wenn wir das so viel hätten, die Birken sind. Oh, das war ja einfach. Und wie schnell das ging. Wie schnell das ging, genau. Oh, scheiße, mein Akku ist jetzt leer. Ja, das ist echt witzig. Gestern Abend, ruckzuck, wo keiner richtig hinguckt und so, Feuer brennt. Jetzt so, Jungs, jetzt könnt ihr das nachmachen. Wo man was zeigen will, geht nichts. So, ne? Die Kamera kann man schneiden. Ne? Prinzipiell, du darfst keinem empfehlen, irgendwas glauben. Es oh, also, hiermit geht's gut, finde ich. Aber, vom Paracord her auch gehen. Vom Paracord her ist das besser. Das ist bestimmt. Ja? Das sind aber krasse Signalfarben, Alter. Ich bin auch gespannt, wann die nächsten Sachen kommen. Auf deinem Bein drauf. Oh. Ja, genau. Okay. Das Leibliche wohl darf auch nicht zu kurz kommen. Und das Feuerchen glüht natürlich auch wieder. Der Mann Knoten müssen reinerziehen. Ja, dachte ich schon. Rosa, wir kriegen schon raus. Super. Wie viel Schnur ich brauche für das Handgelenk? Fackeln bauen. Fackeln! Nicht lange Fackeln! Jo, test mal nachher gleich, wa? Ob's klappt. Das machen wir. Und was hast du denn durchgekriegt hier? Hast du eine Zange oder so? Seitenstange? Ja. Oder hast du das mit deinem Messer direkt? Dann sei mal so.
Wisst ihr, was eine Schallade ist? Hä? So wie ein Milch oder so? Ganz genau. Sollen wir jetzt? Ja, dann lass den weg damit. Weg der Deckel. Das ist so sinnlos. Was für Fackeltänzchen? Ja, das ist aber morgen. Willst du das noch? Oben ein Radschneider. Hast du das? Oh, Arbeit. Der Langhaus hat das ist jetzt von der Flugbrunnenfiliale Berlin-Steglitz. Die waren so freundlich, uns ein paar nette Sachen zu überlassen. Eine Mütze, einen Schlüsselanhänger und einen Spork, den man hier sehr gut gebrauchen kann. Also dem der Situation vielen Dank an der Stelle an Filiale Flugtrotter Berlin-Steglitz für diese sehr reichhaltige Spende. Dankeschön. Danke. Beim Einkauf unseres Trainings. Wann ist der jetzt auch nur morgen? Nee, mach das mal nicht. Oh, schlecht. Samstag. Die muss dann Samstag. Ah ja, okay. Ganz gut. Das ist immer noch so diese Kolbe drüber. Ja, ja. Und dann musst du da noch ein Holz reinstecken. Ein Holz. Ja, da sind das wahrscheinlich die Verbindungen. Ja. Ich finde, da muss mehr Käse. Es gibt nicht. Ja, genau. Ja, die Kräuter würde ich, jetzt persönlich nicht bauen. Ich würde Pfeffer und Salz machen. Ja, sehe ich ähnlich. Dann geht mal was. Also Salz in jedem Fall. Salz. Aber wie gesagt, ich esse es gerne salzig. Schmeckt das? Hier kommt noch ein kleiner Schlag, ganz zum Schluss. Aber machen wir dann mit Eisen. Sehr lecker. Bitte? Den ich mit viel Nörgeln endlich bekommen habe. Müssen wir nachher auch. Nach 4 Stunden. Dann kippen wir das dann in die Kühlschrank. Da steht ich drauf. So, die Verkostung durch die Jury geht los. Das ist die Nummer 2. Ich muss mich konzentrieren. Ich komme gleich zu euch. Also du darfst ja noch nichts dazu sagen. Wir sagen auch gar nichts, es wird zusammengezählt und die, wo dann wie die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. So, wird das eigentlich gut? Schwarzpulver. Das alles nicht. Und eine Flasche Cognac. Ja, genau. Und nicht so vergessen, die 2 Flaschen Jim Beam. Für das Barbecue-Raucharoma. Hier, das steht hier. 2 alte Eichen. Für den holzigen Geschmack. Ein 3 Tage erlegter Grizzly. Das alles drin. Die gibt es so richtig. Mit Fell. Mit Fell und leichten Magenansatz. Damit ihr auch den Eiweißbedarf nicht vergessen. Die da oben machen auch noch was. Gut, dass ich nicht in der Jury sitze. So, die hätte schon bei mir verloren. Ja, ich bin sehr mickrig, deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn ich. Dann lass dich ja an unsere Abend. Wenn ich kein Jury bin. So, hier ist die 5. Und wenn ich 6 weiß, dann schreibe ich auch bei 6 hin. Nee, machen wir hier. Machen wir da. 5? Ah, super. Du musst ein Bein sein in dieser Welt. Die Jury berät sich. Das ist schon alles in der Kirche drin. Nur Pilz und Gold. Hey, Gratulation, hey! Und das war hier ist die Siegersoße. Aber es gibt, also der schlechteste war 22 Punkte. Ja, das ist bei vielen Sachen. Und das ist ja auch also, ich weiß von einem, ich nenne den Namen. Ich nehme nur mein Messer. Dessen Sohn ist 7 Jahre. Geht nicht mit jedem Messer. Dem habe ich einen gebaut. Müssen halt da schauen, für das Kind.